Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 28. August 2017? Mond bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Skorpion und hat eine zunehmende Mondphase. Heute sollen wir darauf achten, dass wir in vertrauter Umgebung unsere Möglichkeiten erkennen. Das gilt besonders bei Schützengeborenen, bei Skorpiongeborenen, bei Wagengeborenen, bei Jungfraugeborenen und bei Löwengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist wichtig die innere Ruhe und die inneren Gleichgewicht. Sie spüren gerade die Kraft und sind auch mutig, etwas im Angriff zu nehmen. In eine juristische Angelegenheit haben sie Sieg oder bekommen in einer bestimmten Situation ihren Rechten. Sie haben Möglichkeiten, Chancen, auch Glück gerade, und das Glück liegt gerade im vertrauten Umgebung. Und mit diesem Kraft, mit diesem Mut haben die Skorpiongeborenen gerade Erfolg. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen kommt etwas in Form oder bekommen sie eine Bestätigung. Sie haben neue Möglichkeiten, neue Chancen. In den kommenden Tagen kommt noch mehr in Bewegung, aber das ist sichtbar, greifbar. Wichtig ist, dass die Schützengeborenen nicht aufgeben, in Kraft bleiben und nicht unsicher wirken. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen geht etwas zu Ende und sie spüren auch die neue Kraft und sie bringen etwas im Fluss. Wichtig ist aber auch die Lebensfreude und da sollen die Steinbockgeborenen gerade achten. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist auch wichtig die Lebensfreude. Und mit dieser Leichtigkeit öffnen sich neue Möglichkeiten, besonders im Liebe, Partnerschaft, und genau die Richtung sollen die Wassermanngeborenen schauen. Es kann sein, dass momentan eine gewisse Einschränkung da ist, aber in den kommenden Tagen kommt wieder die Begeisterung und auch Erfolg bei den Wassermanngeborenen. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen kommt etwas im Fluss. Sie haben auch Möglichkeiten und auch Erfolg. Sie sollen aber nicht allzu unsicher sein. Und wichtig ist auch loslassen, die Vergangenheit abschließen, weil da liegt die Kraft bei den Fischengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Widdergeborenen ist eine Wende, eine Veränderung. Es kommt etwas Neues und in diesem Wandlung befindet sich gerade die Widdergeborenen. Etwas bremst noch, aber heute ist ein guter Einfluss von außen. Das ist die Kraft, das setzt etwas in Bewegung, kann auch eine männliche Person sein, wo Unterstützung gibt, aber kann auch ein Vorteil sein bei Autos kaufen oder verkaufen. Also hat etwas mit der Bewegung zu tun und mit Männlichkeit und das ist der schöne Einfluss, was die Wiedergeborenen gerade, dieser Einfluss von außen kommt. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtige Thema die Beruf, Berufung, Erfolg, Anerkennung. Und genau in diese Richtung schauen gerade die Stiergeborenen. Aber wichtig ist die innere Sicherheit, nicht aus die Ruhe bringen. Die Stiergeborenen fühlen sich nämlich noch etwas unsicher, also wichtig ist auf dem Gefühlen achten, weil dieser Erfolg kommt. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist auch wichtig die Berufung, ein Aufstieg oder Anerkennung. Momentan ist es unbeweglich, ein bisschen Geduld noch, in die kommenden Tagen kommt mehr Klarheit und mehr Begeisterung und mehr Bewegung. In die Liebe-Partnerschaft haben die Zwillingsgeborenen gerade Glück.
Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommt etwas im Fluss und sie spüren diese Leichtigkeit. Was wichtig ist bei den Krebsgeborenen, die Pflichten, die Arbeit und die Freizeit, die Lebensfreude im Gleichgewicht halten. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen kommt etwas in Bewegung, in Liebe, Partnerschaft. Auch wenn das heute unsicher anfühlt oder haben noch die Löwengeborenen in gewisse Hindernisse, in die kommenden Tagen kommt etwas in Bewegung, kommt die Begeisterung und auch das Glück. Aber wichtiges Thema ist die Kraft, die inneren Kraft, die Möglichkeiten, Chancen zu nützen und auch die Mut, das zu bewältigen. Aber wichtig ist gerade bei den Löwengeborenen die Liebe und Partnerschaft. Es kommt Einflüsse von außen und es sorgt dafür, dass bei Löwengeborenen etwas ändert sich. Bei vielen Löwengeborenen trifft das gerade die Liebe. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen, sie brauchen Klarheit, klärende Gespräche, die brauchen Orientierung und es gibt einen Aufstieg, gerade die Jungfrau Geborenen. Und sie haben gerade die Kraft und den Mut, das zu bewältigen. Bei den Gesprächen kann sein, dass sich etwas zurückhaltend ist. Oder sollen sie noch warten? Oder kommt etwas zurück von der Vergangenheit? Aber dieses Bedürfnis, etwas zu klären, dieses Bedürfnis haben die Jungfraugeborenen. Bei Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist das Glück da, die Möglichkeiten, die Veränderungen in allen Lebensbereichen, auch beruflich, auch finanziell und auch in der Liebe, Partnerschaft. Und das sollen die Wagengeborenen gerade nützen, wo das Glück liegt. Das ist die vertraute Umgebung. Und da sollen die Wagengeborenen selbst sicher sein, weil sie bekommen gerade eine Bestätigung oder kommt etwas in Form. Sie haben die Sicherheit und die Stabilität und diese Einflüsse, diese Bestätigungen kommen von außen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.